Die Region Pasewalk soll ganz groß rauskommen. Die Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald, kurz FEG, hat im Rahmen eines Pressegespräches Bilanz für das vergangene Jahr gezogen und ihre Zukunftspläne vorgestellt. Das größte Vorhaben ist der Aufbau des Industrieparks Berlin-Tschetschin. Das 156 Hektar große Areal direkt an der A20 liegt im Moment noch brach. Da braucht es viel Vorstellungskraft. Hier sollen sich nach den Visionen der Förder- und Entwicklungsgesellschaft in den kommenden Jahren Firmen aus ganz Europa ansiedeln. Bevorzugt Unternehmen aus dem Bereich Smart Technologies. Gerade dieser alte Ökorando-Kreis von Penkun bis zum Stettiner Haff hat eigentlich ganz hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten, weil er am dichtesten an Berlin geografisch heranliegt. Und Berlin ist zusammen mit Stettin einer unserer größten Treiber. Das sind die beiden Städte, von denen wir die maßgeblichen Impulse für die nächsten Jahre bekommen werden. Berlin natürlich aufgrund seiner Größe noch viel mehr und viel unmittelbarer. Ein Vertragsabschluss mit einem Unternehmen aus Baden-Württemberg steht kurz bevor. Die FEG hofft damit, eine Ansiedlungsdynamik auszulösen. Allerdings fehlen auch hier in Pasewalk, wie in vielen Teilen unseres Landes, zwei elementare Dinge: funktionierendes Breitband und ein ausreichendes Nahverkehrsangebot. Und das kann dauern. Wir sind bei dem Thema die ständigen Mahner und Wanderprediger, die sagen, dass das die entscheidende Voraussetzung ist. Leider können wir es nicht wirklich aktiv beeinflussen, außer ständig den Finger in die Wunde zu legen. Wir haben ja mehrere Player hier. Wir haben die Landwerke, also ein Zusammenschluss von verschiedenen Stadtwerken aus Mecklenburg-Vorpommern, die gemeinsam angeboten haben, die einige Regionen entwickeln. Wir haben private Anbieter wie Global Connect, die nur Industrie- und Wirtschaftskunden anschließen. Und das alles in Summe schafft schon einen gewissen Schub. Also wir kommen schon schneller voran. Aber eigentlich müsste es alles noch viel, viel schneller gehen. Ja. Das Unternehmen Global Connect aus Skandinavien könnte eine Alternative sein. Allerdings arbeitet es nur für kommerzielle Anbieter. Die Stadt Pasewalk geht in Sachen Netzausbau eigene Wege. Im Stadtgebiet selber sind wir in der glücklichen Situation, dass wir ein Stadtwerk haben, was so leistungsfähig ist, dass die auch das Thema Breitband für sich erstmal entdeckt haben, worüber ich sehr froh bin, und auch die Leistungsfähigkeit haben, dieses Thema auch voranzubringen und voranzutreiben, weil das kostet ja auch mehrere Millionen Euro. Pasewalk war selber nicht im Fördergebiet beteiligt gewesen, so wie zum Beispiel die Dörfer um uns drumherum und der Amtsbereich. Und wir hoffen, dass die Stadtwerke dann auch nach ihren Planungen der Umsetzung so auch voranschreiten, dass wir dann in zwei, drei Jahren dann auch eine nahezu komplette Erschließung mit Breitband dann auch für unsere Bevölkerung und für unsere Unternehmen vor allen Dingen anbieten können. Die Stadt Pasewalk ist neben dem Landkreis auch Gesellschafter in der FEG und erhofft sich neue Impulse von der Zusammenarbeit mit der FEG. Durch unsere neu ausgerichtete Förderentwicklungsgesellschaft, dass wir Investoren darauf aufmerksam machen, dass wir noch Flächen zur Verfügung haben, die im Gewerbebereich liegen, aber auch im Industriebereich liegen, nach den Emissionsbestimmungen, die es ja für die einzelnen Gebiete gibt, dass wir mehr Investoren kommen, die anfragen. Und das wirkt sich natürlich auch für die Region aus, nicht nur für die Stadt Pasewalk, weil die Kraft, die dort die Unternehmen entwickeln, entfaltet sich ja nicht nur an dieser Stelle, sondern auch die Arbeitnehmer, die werden ja auch in der Region dann verteilt hoffentlich wohnen. Die FEG besteht seit inzwischen 27 Jahren, hat sich aber unter dem neuen Geschäftsführer Dr. Ulrich Vetter neu ausgerichtet. Das ist uns ganz gut gelungen. Wir sind jetzt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Älteste ist seit 5 Jahren im Unternehmen. Das ist also auch noch nicht allzu lange. Alle anderen sind viel, viel jünger und sind gezielt ausgesucht, weil sie auf bestimmte Bereiche passen, also bestimmte Hintergründe mitbringen. Aber entscheidend ist für uns eine bestimmte Denkart. Also die Offenheit, direkt auf Kunden zuzugehen, sich direkt in Prozesse einzumischen, nicht zu warten, dass jemand kommt, also am Telefon zu sitzen, dass wir angerufen werden, so funktioniert der Job nicht. So kann man in Hamburg Wirtschaftsförderung betreiben, aber nicht in dieser Region. Also wir sind sehr, sehr schnell, wir sind sehr flexibel, wir suchen den direkten Kontakt. Wir machen weniger Messen, wir produzieren wenig Papier, wir sind auch ein 100% digitales Büro. Und ich glaube, der Geist, der innerhalb dieses kleinen Teams herrscht, der ist sehr befruchtend. Das macht richtig viel Spaß zu arbeiten. Ja. Die FEG befasst sich heute mit Projekten, die 270 Millionen Euro umfassen. Fast 80 Millionen davon sind gesicherte Investitionen. 330 neue Arbeitsplätze in der Region.
Bestens angenommen wurde das 2019 eröffnete Welcome Center Stettiner Haff in Ueckermünde. Die FEG versucht hier auch ein neues Hotel anzusiedeln. Aktuell laufen Verhandlungen mit einem Investor für das Schlossareal in Penkun. In Anklam soll ein Bauvorhaben an der Peene umgesetzt werden. Für Wolgast wird eine Touristikstudie erstellt. Die FEG präsentiert sich bundesweit auf Messen, um die Ueckerando-Region bekannter zu machen. Ganz wichtig ist der Bereich der Bioökonomie mit regionalen Erzeugern und Manufakturen. Lokal und global denken und handeln, so könnte die Strategie der Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald auf den Punkt gebracht werden.